Sehr verehrten Damen und Herren, seit 25 Jahren auf der Bühne und jetzt für euch hier im Fernsehen. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Olaf Schubert. Vielen Dank erstmal für diese geharnischte Empfangsvehemenz. Und ich freue mich, dass wieder so viele Platz gefunden haben hier bei mir im Wohnzimmer zur neuen Folge von Olaf TV. Und ja, wir sind selbstkritisch. Wir können wirklich feststellen, wir haben mit Olaf TV schon eine Menge erreicht. Wir haben viel bewegt. Wir haben einiges ins Rollen gebracht und auch viel zum Stillstand. Und erhalten viel positive Resonanz. Was auf sich warten lässt, sind Preise. Vielleicht, wenn man ihn zu oft sieht, ich weiß es nicht. Also der Grimme-Preis ging bis jetzt an uns vorüber. Ich aber rufe euch zu, Herren in Marl. Schaut heute genau hin, spitzt die Sinnesorgane, denn heute geht es um ein sehr wichtiges, wirklich gehaltvolles Thema. Es geht um Geografie. So, da sehe ich hier leere Gesichter. Ne? Da denken viele Geografie, Schule, so viele werden ja auch in der 8. noch dabei gewesen sein. Ne? Hier Geo bei der Krützner in der 5., also in der Stunde, da waren meist alle im Aufnahmevermögen schon randvoll überschöpft. Ne? Wer weiß noch hier, wie heißt die Hauptstadt von Erfurt? Ne? Ja, da ist nämlich erstmal Ruhe. Ne? Und Bodenschätze, wer weiß denn heute noch, wo sind die größten Bauxitvorkommen außerhalb des Donetsk-Beckens? Ne? Ja, ne, Bauxit gibt es im Dnepr-Delta, dort wo Obirtitsch, Ying und Yang zusammenfließen, also hier im Vielstromland. Da gibt es noch ganz viele Sachen, die man noch weiß. So, ich habe mir da als Jugendlicher immer so Erinnerungscodes gebastelt zu den Bodenschätzen. Ne? Das war eine lustige Begebenheit, da muss ich heute noch schmunzeln. Ne? Meine Freundin, die Carola, da habe ich immer gesagt, du Carola, mein Schatz, habe ich sie immer genannt, so ein bisschen spielerisch. Naja, und dann war sie mal hingefallen, ne? So. Da lag mein Schatz am Boden und da habe ich gesagt, jetzt bist du mein Bodenschatz. Das ist herrlich. Ne? Ganz große Klasse. Und da merkt man die Pfiffigkeit, ne? Und da kann man sich, mit solchen Versatzstücken kann man sich so eine Art, da kann man sich sowas bauen, wo dann das eine Tier drüber geht, wenn jetzt hier das Krautier, der Muli, ne, wenn der drüber will, über so einen Ponton, also ein Krautier-Ponton, wie heißt denn das, was habe ich, eine Eselsbrücke, genau, ne, da habe ich mir eine Eselsbrücke gebaut worum ging es gerade um? Bodenschätze, genau. Also das funktioniert wirklich gut. Da kann man sich so was zurechtbasteln. So, das werden wir heute also alles wieder wachrütteln. Und natürlich wird auch die Musik heute nicht zu kurz kommen. Unser Musikkonzept, unser Entwurf, One World, One Sound, geht heute in die erste Stufe. Und wir haben ein Unikat an Bord, ein Alphorn. Das wird unsere Praktikantin Solveig anliefern, sag ich mal. Ist sie denn Solveig? Ist sie schon da? Hier, genau, das ist so lang. Das wurde extra angefertigt
Das wurde gelötet, also Blech gelötet. Also Holz, das ist eigentlich, hat, also, wie nennt man das, wenn man Blech lötet? Schnitzt? Oder, also egal. Also das ist aus der Walachei, von den Walachen. Gibt's überhaupt nicht so Lachen über die Walachen. Also das ist ein ganz kleines Gebiet zwischen den Rhodopen und den Apenninen, zwischen den Karawanken und den Rhodunkeln, dort in, also in diesen Karstgebirgen, also dort im Dreiländereck. Slawonien, Slowenien, Molvanien und Bautzen, glaube ich. Ja. So, dort in der Ecke. Das wird also alles zum Einsatz kommen. Und ja, die Erforschung der Erde ist natürlich schon weit vorangeschritten. Wir wissen es. Und ich frage mich natürlich immer, was ist das Eigentliche, was unsere Erde im Innersten zusammenhält? Das ist für mich des Pudels Kern. Das ist sozusagen der Erdmittelpunkt. Und da bilden sich ja Mythen, Sagen und Legenden um diesen Ort, um diesen unheimlichen Ort, der die Gravität ausstrahlt, dass sozusagen der ganze drumherumme Quatsch nicht wegfliegt. Ne? Und ich habe mich auf die Reise zum Erdmittelpunkt begeben und ihr könnt daran Anteil haben. Seht. Ja, angekommen in tiefster Tiefe hier in der Karsthöhle zu Naumburg gemeinsam mit Herrn Zillig. Er ist Höhlenforscher, Geologe, ein Tausendsasser auf dem Gebiet. Was ist denn unsere erreichte Tiefe momentan? Naja, 5 Meter vielleicht. 5 Meter? Also gefühlt, ich sage ich mal, 500, ich fühle, wie es lastet, ich sehe hier, das sind die für diese Tiefe typischen Stalagmiten. Also das ist der Stalagmit unten und von oben der Stalaktit. Also das ist die Stalaktite und das ist der durch die Tiefe verändert sich ja auch die Denkfähigkeit des Gehirns. Was ist denn die tiefste Tiefe, die man ohne künstliche Beatmung erreichen kann? Wenn man nach oben auf einen Berg steigt, dann braucht man ja Sauerstoff. Und wenn man nach unten steigt, dann braucht man ja Süßstoff. Sind wir schon in einer Schicht, wo man jetzt Bodenschätze finden könnte? Interessant sind ja die Ebenen, die Schichten, wo sie dann die Bodenschätze abgelagert haben. Zum Beispiel Kohle. Gibt es hier schon Kohle? Oder Bauxit, Uran, Nickel, Draht, Blech, Trüffel, Meerrettich, Kaviar, nichts? Oh, was war das? Ist das ein Beben? Ist das normal? Oder was war das? Das war die 7. Die fährt zum Hauptbahnhof. Aha. Sind wir also doch noch unterm urbanen Raum hier. Wie lange können wir jetzt hier noch bleiben? Wie lange halten unsere Akkus für die Lampen? Erzähl ich? Wie lange geht denn so eine Funzel noch hier? Was sind denn das für Ostteile? Meine Fresse. Hallo? Herr Zillig? Da können wir sowas eben nicht mehr machen. Ich fand das von Anfang an doof. So, Mensch, wir haben natürlich heute hier auch unsere Youth Corner. Hey, hallo Jugendliche. Woo. Hey, was geht, was läuft, was schreitet? Ja, Jochen, komm, du kannst dich auch mal ein bisschen einbringen. Ich glaube, die Jugendlichen, es mangelt ihnen an Entertainment. Die Jugendlichen können sich ja selbst heute kaum noch beschäftigen. Wir beschäftigen uns heute mit Geografie und ihr könnt ja mal ein paar hier Landkarten auswendig lernen, zum Beispiel. Klar, no, das machen wir. Macht da was Sinnvolles. Das fetzt ein, Olaf. No? Das schockt ein, das geht krass ab. No? So. Das finde ich ganz wichtig, dass man den Jugendlichen Freiräume lässt. Das interessiert sie ja vielleicht nicht so richtig, das Thema. Und die Freiräume können sie nutzen. Und dabei können wir sie auch beobachten. Wir haben hier natürlich unsere Überwachungskamera. Denn wir haben natürlich auch eine gewisse Aufsichtspflicht. Ah, hier werden Duftolafe gestanzt. Nicht schlecht. Aber nur mangelhaft. Naja. Da bleiben wir dran, dass die Zeit auch genutzt wird. Ich meine, die können auch mal eine kleine 15 machen. Da wäre ich der letzte Olaf, der sagt,
arbeitet, ihr Luder. So, wir machen mal weiter. Hier ist also der heutige Gegenstand des begrifflichen Wissen-Wollens. Das ist die Erde. Da haben wir extra angeschafft für den heutigen Olaf-Abend. Das ist in 20 Watt. Ich habe noch, hab noch mit der Produktion gesagt, sie hat gesagt, los, wir nehmen 40 Watt. Ne? Und gesagt, nee, die Kosten und so. Und dann, ne? Macht mal ein bisschen dunkler. Macht mal, ne? Das ist herrlich, unsere Welt. Ne? Er quietscht auch und hier kann man immer wieder. Wie Erde und Sonne, Licht und Schatten, Yin und Yang, das ist so. Und dann dreht die sich, wenn ich jetzt das Universum wäre, würde sich die Sonne, würde sich die Erde so drumherum drehen, dann wäre hier der Mond, da würde sich nochmal, also ich würde mich drehen, dann der Mond würde sich nochmal extra drumherum drehen und die Lampe wäre die Sonne und dadurch ist es hell und das ist wirklich spitze gelöst. Schöpfer, bist ein dufter Typ. Ja. So. Wer ist denn schon mal gereist von euch? Wer war denn schon mal im Ausland? Reisen ist ja teuer. Ne? Wenn jetzt eine normale deutsche Familie reist, sagen wir mal so ein Treffpunkt, so die spanische Treppe in Madrid. Ne? Und dann sitzt man dort, isst ein Eis und dann kommt der Eisbüttel an und sagt, hier, ein Cube Schoko, also ein Eiswürfel Schoko, 5 Euro. Ne, als Deutscher denkt man ja gleich, hier auf die Waffel ist Pfand. Ne, so. Ne, ja. Aber. Ist natürlich nicht. Und da die Kostenschraube also immens explodiert, habe ich mich stellvertretend ins Ausland begeben und möchte aus meinem Erfahrungsschatz euch teilhaben lassen. Ich habe ein Reisetage-Hörbuch geschrieben und ich habe mir das sozusagen nochmal runtergehört von der CD, damit ich auch was zu lesen habe. Sind auch ein paar Tipps drin, so wie man sich im Ausland verhält. Da gibt es immer wieder Probleme mit Ernährung und so, Durchfall. Und deshalb ist auch der Untertitel meiner Reiseerinnerungen, wie der Stuhl gehärtet wurde. Also ich begann meine Reise im Zug in Malichschichowice. Ich fuhr von Malichschichowice nach Uzi nad Labem, ne, dort, also in der tschechischen Savanne, wollte ich meine Reise beginnen. Ne, und da kam einer rein, hat gesagt, hallo, schien mich überhaupt nicht zu kennen. Und da habe ich gleich kombiniert, aha, Ausländer. Ne, das ist ja so, im Ausland trifft man ja viele Menschen von der Sorte, die bei uns Migrationshintergrund hätten. Nur, dass der Migrationshintergrund dort eben nicht so im Vordergrund steht. So, ne? Und ich habe ihn also gleich in den Diskurs integriert, ohne seine Menschenwürde unnötig zu verletzen, habe ich gefragt, hello, from where you her? Ne? Ja, also gleich im angelsächsisch gereimten Versmaß gesprochen, um ihm die Scheu zu nehmen. Ne? Und er sagte, oh, I come from Massachusetts, USA. Ja, dann habe ich gesagt, klar, hier in Massachusetts, I know it's near Connecticut, I have connections to Connecticut. Um gleich zu zeigen, auf welchem Level meine geografische Latte erregiert. Und er sagte aber, no, I come from North Carolina, it's near South Carolina. Ne? Also er gedachte mir also vorzuschreiben, wo er herkommen wollte. Und die Typen sind mir sowieso suspekt. So, und da habe ich ihm auch gleich klargemacht, dass sein Deutsch ziemlich unsafe ist, also unschwur. Und habe ich ihm also einen ersten Hilfekurs gegeben in Deutsch, haben wir gleich angefangen, zack, A bis Z, also A wie Eimer, bis Z wie Zivilgerichtsprozessordnungsparagrafen, Register, Eichamtsvorsteher, Drüsenparkplatz. Und hat er auch wirklich schnell kognitiv aufgefasst und da wollten wir dann gerade so ein bisschen lossnacken und in dem Moment hielt der Zug an, also ruckartig, also der Zug bremste, mit anderen Worten, also er beschleunigte negativ, ne? So, also er hielt inne und der Zug war da, oben löste sich ein Koffer, der Koffer wollte weiter, der wollte zum Ziel, Trägheit bemächtigte sich seiner und wie von Geisterhand fiel er nach unten und touchierte mein Gesprächspartner, also es laffelte ihm an die Omme. Ne, wirklich. Troff auf die 15. Es schlug
13 und da habe ich also ihm eine Ohrfeige geborgt, erste Hilfe. Und da bin ich weg. Bin ich von dort nach Schweden. Dort habe ich einen getroffen, von, der hat die IKEA-Möbel erfunden. Also seine Familie. Also der hatte noch das erste originale IKEA-Möbel, eine Rokokokokoko-Streckbank. Ja. Und da habe ich auch erfahren, warum die Möbel, die IKEA-Möbel immer so komisch heißen. Ne? Bank, Lasse, Torben und Heinal und so. Die werden immer nach dem benannt, der als erster bei dem Versuch, das Ding aufzubauen, gestorben ist. Ja, kleiner Tipp. Ja, ihr seht, ich war fast überall. Also die Erde ist fast komplett erforscht. Es gibt aber trotzdem immer noch einige okkulte, unerforschte Gebiete auf der Landkarte. Dazu gehört zum Beispiel der magnetische Ostpol. Ne? Viele haben sich schon auf die Suche nach ihm gemacht und wir auch. Wir waren ganz nah dran. Und kurz bevor wir ihn hatten, das werdet ihr gleich sehen. Seit über 3 Monaten sind wir im Packeis eingeschlossen. Die Stimmung ist auf dem Nullpunkt, denn die Vorräte gehen zur Neige. Brot, Salz, Dopflaum, aber auch Sekt, Parmesan, Rouladen, Feigensenf, Wirsing und Estragon-Extrakt. Das ist fast alles alle. Wenn es so weitergeht, müssen wir Solveig schlachten. Von ihrem Körperfett könnten wir ein halbes Jahr überleben. Aber ob das schmeckt? Ey! Hat ins Zelt geschneit! Wir brauchen Streusand! Rutschgefahr! Nichts gefunden. Wahrscheinlich liegt der Ostpol doch im Westen. Was heißt hier nichts gefunden? Da müssen wir eben weitersuchen. Das ist wichtig, Mann. Die Magnetvorkommen am Nordpol und am Südpol sind erschöpft. Nur am Ostpol könnte noch was lagern. 3000 Tonnen, vermute ich. Ja, ja, ich weiß. Wenn stimmt, was ich vermute, hätte ich nämlich recht. Mit der Menge, ey. Damit kannst du nicht nur Metall magnetisieren, sondern, was weiß ich, Wurst, Holz, alles, Porree. Oder Gummi. Kein Gummi. Mensch, bisschen mitdenken. Quatsch, kein Gummi. Mann, oh Mann. Zählt zu oder bist du im Sack geboren? Schlechte Nachrichten, Chef. Ist gerade eine Paketroppe reingekommen. Mit einem Brief. Was steht drinne? Da steht drin, dass es keinen magnetischen Ostpol gibt, Chef. Ha, ich hab's doch geahnt. Es gibt keinen Ostpol. Spitze. Dann haben wir wieder Zeit. Dann können wir sofort einen neuen Äquator suchen, einen kürzeren oder besser noch eine Erdachse, eine zweite eine Ersatzerdachse. Los, wir ziehen uns kurze Hosen an und machen uns vom Acker. Ja, ich freue mich. Juhu. Na, raus aus den Klamotten, los. Und darf ich die Mütze mitnehmen? Nein. Aha. Insubordination, hier. Der Freiraum wird ganz schlimm missbraucht. Das tut weh. Das sind Bilder, die gehen bis ins Mark. Das werden sie büßen. Ha! Oh. Mann. Ihr solltet Karten auswendig lernen und nie Karten spielen, verstehst du? Naja. Du bist hier der Bezugspädagoge. Ja, ja, ist in Ordnung. Du hast Verantwortung hier für Leute. Wir machen doch schon hier. Dann könnt ihr wenigstens hier die Duft-Olafs ausstanzen. Wir haben vor allen Dingen keine mehr mit Duftmarke alte Oma. Ja. Vielleicht kannst du ja verteilen vorne im Publikum. Nee. Nee. Das sind sie nicht wert. Wirklich, das ist wirklich, ist, ja, ist blöd. Ihr müsst das nicht, du hast hier die Verantwortung. Okay. Da, musst du, da kann ich mich auf dich nicht mehr verlassen, Jörg. Du weißt, dein Kredit hat hohe Zinsen. Ja, ist okay. Kann ich jetzt nur vermuten, was ich damit meine. Aber das darf ich mir nie anmerken lassen. Wenn ich mit Metaphern arbeite, muss ich auch ausstrahlen, dass sie hinhauen. Sonst kommt es zu Autoritätsverlust. So. Und damit kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Zum Krimi.
Der oder die hier vorliegende Person ist bestimmt schon eine Weile tot. Aber maximal 3000 Jahre. Wieso, Chef? Hier. Mitteldeutscher Quarzporphyr. Die Einschlüsse aus verkittetem Rhyolith sind eindeutig Präterzier, also maximal 3000 Jahre. Klasse, Chef. Hier, die zwei bestellten Latii Macchiatos. Auf den Schock. Rudolf, lass das alles hier im Labor untersuchen und ich brauche dann den kompletten Bericht. Morgen unter meinem Schreibtisch. Also auf. Was wird der Labortest ergeben? Lag das Opfer, Uwe Opfer, tatsächlich auf mitteldeutschem Quarzporphyr? Und wie tief ist die rumänische Zierkies-Mafia in den Fall verwickelt? Verpassen Sie nicht, wie es weitergeht, wenn es wieder heißt, Inspektor Kiesel, der Fels in der Brandung, beißt auf Granit. Wirklich, bitte, wie wir das zusammengeführt haben, Geocops und Geografie, klasse. So, Musik, darauf freue ich mich. One World, Jochen, jetzt ist es soweit, wir wollen noch Musik machen, kommt, da könnt ihr auch ein bisschen zuhören. Unsere Rubrik, One World, One Sound. Ja, das ist also quasi die Intention des heutigen Abends, Länder und Kontinente mit Musik verbinden. Das funktioniert nach dem Motto Open Stage, also jeder, der ein Instrument kann, kann mitmachen. Oder fast jeder, kann denn jemand ein Instrument spielen? Kann jemand, spielt jemand ein Instrument? Hier, ja, hey. Und wo kommst du her? Indien. Indien? Ah, it's near, near Ausland. It's, yes, yes, yes. And you have, which kind of instrument you have? Zither. Please? Zither. Zither? Zither. Eine Zither, das ist gut. Wir haben doch eine Zither. Ja. Hier, yes, come on the invisible stage in my Wohnzimmer, in my Wohnroom. Hier, nimm dir die Zither. Und was ist denn mit deinen Geschwistern, mit deinen Bekannten? Die hol ich gleich rein. Die Barkas Brassers. Die Barkas Brassers, ich hab noch. Ja. Also, es soll so sein, dass pro Kontinent ein Instrument die jeweilige Klangfarbe verkörpert. Da haben wir hier die indische Zither. Und dann wird Jochen das Didgeridoo spielen. Ja. Und so wird eins zum anderen kommen. Ich hol mal meine Brüder. Hol mal deine Brüder. Genau. Aber please don't play before I say play. Sonst ist hier Tohu Wabohu. Genau. Genau. Also, wir werden sozusagen die musikalische Kraft nutzen, um die Menschen der Kontinente näher heranzuführen, dass sie wir wollen gemeinsam musizieren. Wie viele Verwandte hast denn du, sag mal? Ich denke, du kommst aus dem Heim. Dirigent, Ruhe! Was ist denn das für eine Hottentottenbande? Also, wir muss einer nach dem anderen. Wirklich, es wird hier One World, One Sound bin ich. So. Meine Güte. So, wir fangen jetzt also ganz in Ruhe an. In Australien. Jochen, nun wird musiziert. Ich freue mich drauf. Eröffnen wird unseren musikalischen Reigen Jochen mit dem Didgeridoo aus Australien. Ich denke, du kannst ohne Luft holen. Danke. Wenn das nie ernst nimmt, dann ist es sinnlos, wirklich. Da verliert es an Spannkraft. Und dazu aus Afrika die Djemben und die Marimben.
rhythmisch pulsierende Effekte. So wie es der Kontinent hergibt. Alles lebt. Und jetzt die Zither aus Indien. Und jetzt das meditative Element aus dem fernen Tibet. Und jetzt die Tschechen. Die Barkas Brassers und unser Sitar-Spieler. Jetzt spitze, wirklich. Das ist komplett verpufft, wirklich. Solveig, es ist dir erneut gelungen, menschliches Versagen auf eine neue Qualitätsstufe zu heben. Also wirklich. Das wäre ein fieser Effekt gewesen. Hier. Bring's raus. So. Also, ich denke, wem bei dieser Musik das Herz nicht aufgegangen ist, der hat keins. Vielen Dank an die Musiker. Das geht auch ein bisschen flotter, die Hand. Das war Olaf TV für diese Woche. Vielen Dank an Olaf Duber Dream Team. Nächste Woche geht's weiter mit einem anderen Thema. Bis dahin, vielen Dank und auf rein. Tschüss.